So, Vietnam, Qualifikation, Saison 2, Rennen Nummer 3. So, wir sind wieder da zurück in Hanoi und starten heute die Qualifikation hier. Wollen wir mal schauen. Nächste Woche geht es nach China, also quasi direkt in die Nachbarschaft. Und dann machen wir weiter mit Niederlande, Spanien, Monaco. Das sind dann so die nächsten Rennen. Dann Kanada, Baku, Frankreich, glaube ich. Der Baku, Kanada, Frankreich, so ist es richtig. Naja, schauen wir einfach mal. Gehen wir rein. Auf jeden Fall jetzt in die Vorbereitung aufs Qualifying hier in Hanoi. Da sind wir. All clear the garage, please. Car ready to leave. So, da fahren auch noch einige andere mit raus. Ich habe einen Racing Point, habe ich gesehen. Ich habe nicht mehr gesehen, was da vorne noch fährt. So, gucken wir mal, ob wir heute was gerissen heute bekommen, was das Qualifying anbetrifft. Okay, los geht's. Morgen 14 Runden hier auf dieser Strecke. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was an Punkten mitnehmen können. So, der Racing Point ist auf jeden Fall weg. Dahinter mir ist noch ein Haas. Da geht auch ein Alpha Tauri jetzt auf die Strecke, aber das ist mir jetzt mal gerade egal. So. Bisschen besser durchgekommen jetzt. Jetzt werden auch die Karten jetzt auf den Tisch gelegt, was das Rennen morgen betrifft. Spitze momentan 37,7, habe ich gerade nur kurz aus Morgenwinkel gesehen.
Nicht für uns. Nicht für uns. Norris ist so gefahren. Magnussen jetzt auch vor uns. Hinter uns im Haas, den möchte ich zumindest gerne hinter mir haben. Also ich möchte gerne irgendwo um den 10. Platz rumstehen, aber das müssen wir dann schauen. Wir mal schauen. Vettel 37-1. Und damit war es das. Die große Chance auf eine gute Position. Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one. Also wir waren eigentlich gut da dran gewesen mit der Runde, mit der Zeit, dieser Zwischenzeit, und dann kam halt der Quersteher und dann diesmal passt es nicht mit der Box. Boah, Alter, was macht die hier, ihr zwei? Ja, ich kann gerade nichts anderes tun. Ich kann mich nicht rüber zu dir, Quiat. Ne, Magnussen ist es. Ja, ich habe jetzt auf der Ideallinie gestanden, aber ich kam nicht rüber, weil der Alpha Tauri da noch vorbei wollte. Scheiße, ey, die erste Runde, die war. Der erste Sektor war eigentlich gut, war eine halbe Sekunde vorne weg. Das wäre nochmal ein Sprung nach vorne gewesen. Für die Spitze wird es definitiv nicht reichen. Wir stehen irgendwo wahrscheinlich in der letzten Reihe mit dem Williams zusammen. Ja, wir müssen nochmal einen Versuch setzen. So wie es jetzt momentan aussieht, sind wir jetzt immer bei Platz 18 bis 19. ...39-1, das ist natürlich alles andere als gut. Müssen sich natürlich das Auto ein bisschen angucken. Er hat auf jeden Fall einen ordentlichen Schaden gegeben. Jetzt haben wir natürlich wieder 40 Sekunden, die wir verlieren. Ja, momentan sind wir sogar hinter einem Teamkollegen, also das ist alles andere als gut. Eine halbe Sekunde hinter dem Teamkollegen. Im zweiten Sektor haben wir es ein bisschen gut gemeint, im dritten Sektor haben wir gut gemeint. Im ersten haben wir richtig verloren. So far our fastest lap is a 1:39.1. Ja, da müssen wir definitiv nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also so anderthalb, zwei Sekunden muss ich fast doch gewinnen, damit ich eine Chance habe, wirklich dabei zu sein vorne. Verstappen momentan Bestzeit 36,5, Vettel 37,1. Da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen, aber die 37er Zeit würde ich gerne fahren. We're 17th in the speed trap, 335.7 kilometers per hour. Ja, fahren wir nochmal raus, weil ich muss doch. Schauen wir nochmal eine Möglichkeit, mit einer guten Runde noch rauszuholen. Ich denke, Strafen werden, glaube ich, kaum noch welche erwartet. Zehn Minuten noch. Halbzeit, also knapp Halbzeit da. 18 Minuten sind hier insgesamt hier in diesem freien, ich bin jetzt hier nah an die Linie angefangen. Hamilton 36,4. Ja, momentan kämen wir nur auf Platz 16. Ich glaube, da sind so ziemlich auch alle durch, was die Runde betrifft. Hinter uns noch Latifi, King. Ich weiß nicht, ob da noch ein Bottas seine Zeit kommen wird. Ich weiß nicht, wer noch dabei ist. 17 jetzt. Naja, schauen wir einfach mal. Wir versuchen nochmal eine Runde zu setzen. Das sollte man schon jetzt mal unterlassen. Das ist gleich da anditschen an die Wand.
Naja, schauen wir einfach mal, das war's vom Alter noch. Sollen wir mal eine Runde hinkriegen? Vorteil ist, dass wir noch einen dritten Satz haben, also. Klar, gehen jetzt alle in die Box, bis zum 20. momentan. Hinter uns nur noch Team Williams. Und wir versuchen es jetzt nochmal. Bisschen besser durchgekommen durch die erste Kurve. Aufpassen hier jetzt gerade, dass wir hier nicht anhauen. Momentan haben wir eine gute Sekunde, vor allem mal bei 38,1. Wird aber nicht reichen, um vorne an die Spitze zu fahren, definitiv nicht. Aber mal gucken, was da rauskommt am Ende. Gut, ein bisschen Sprung durch die hier. Haarnadel durch. We have two laps of fuel remaining. Ja, ein bisschen hatte ich erhofft. So, Platz 11 ist es am Ende momentan. Jetzt sind wir jetzt wirklich genau gespielt. Und so viel macht es am Ende dann doch aus. Wenn man eine halbwegs vernünftige Runde hat, ist 37,7 momentan. Und damit wären wir in Richtung der Punkt und hätten freie Reifenwahl. Dementsprechend könnte ich sogar auf dem Medium starten. Ich würde gerne mal ein drittes Rennen in Punkten. Wenn jetzt morgen haben wir es ja dann 14 Runden hier in Hanoi. So, hinter uns ist ein Racing Point. Die sehe ich diesmal. Ich lasse mal ziehen gerade. Toll ist es. Ja, sag ja, die KI, die checkt es nicht. Es ist gelb, weil ich ihn vorbeilasse. Er checkt es nicht. Na, ich weiß nicht, was er da jetzt versucht. Naja, mal gucken. So, wie gesagt, momentan schon mal gut dabei. Hier da Ocon, Leclerc und davor vor Norris Kvyat. Also, ja. Mal schauen. Sind wir sogar so 12. Also wir haben noch 4 Minuten.
So, ich guck mal gerade mal die Zwischenzeiten an. Norris hat sich jetzt mit vorbeigeschoben. Our best lap so far is a 137.7. Das wäre okay. Mal gucken, was noch geht. Wir haben noch einen Schuss, das ist das Gute. Wir können also quasi nochmal versuchen zu kontern. Und das tue ich jetzt auch. Ich gehe jetzt raus, weil wir wollen nochmal eine Runde sitzen. Und jetzt tut sich auch neben uns was. Da ist mir gerade eine Bierflasche von gestern Abend umgekippt. Die muss ich auch nochmal wegbringen, ja? So, 3 Minuten 20 haben wir noch. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt raus dürfen. Dass wir jetzt ein bisschen Luft haben, aber wir kommen wahrscheinlich schön in den Verkehr, wenn wir nachher auf die Zeit gezeitete Runde gehen. Also, vor uns sind 200, Ocon ist 0,05 Sekunden weg. Das ist so unser Ziel. Vielleicht sogar mit, ja, Platz 11, 12, das wäre okay. Natürlich möchte ich gerne den Sprung weiter nach vorne machen. Richtung Platz 8, 7, 8, so Dreh. Aber ich hoffe, dass der Start dann gut läuft. Dass wir nicht direkt mit dem Flügelschaden in die Boxen müssen, damit das Rennen komplett durch ist. Aber schauen einfach. Ich weiß noch nicht, wie die Startreihenfolge sein wird. Ich muss schon hoffen, dass wir jetzt keinen Flügelschaden holen, weil sonst ist das Thema nämlich gegessen. Es sind noch gute 2 Minuten. Auf geht's! Da sind natürlich jetzt alle raus, unterwegs raus, ja. Die Frage ist, wie weit werden die anderen natürlich da die Sprung noch nach vorne mal mit ihren frischen Reifen. Aber momentan sind wir gut dabei. Mal kurz die Flügel nochmal klarstellen. Jetzt kommt die Haarnadel. Scheiße. Nicht sauber erwischt. Just 30 seconds left in the session. Ich weiß. So, Achter. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben unsere Aufgaben erstmal gemacht. Die Frage ist, wie weit geht das jetzt nach vorne? Wir kleben jetzt vor hinter Ricciardo, vor Perez, Leclerc, die noch dahinter stehen. Zeit ist um, wir können nichts mehr machen. Hamilton Bestzeit unwichtig für uns gerade. Verstappen Bestzeit unwichtig für uns gerade. Das ist eine Sekunde hinter der Spitze, das ist ein weiter Weg. Bottas 36-0. Auch unwichtig für uns. Jetzt kleben wir doch auf 9. Jetzt hat sich noch einer nach vorne gesetzt. Leclerc wahrscheinlich. Ja, reicht das für Platz 9? Würde es reichen. Platz 11 wäre auch. Platz 9 ist es momentan nur. Die Frage, was passiert noch? Leclerc, wie gesagt, hat es gekontert. Der Ferrari steht vor uns. Vettel steht doch vor uns.
sind jetzt noch ein paar, circa 2 Minuten, diese Nachzeit. Wir gehen natürlich jetzt in die Box, klar. Deswegen gebe ich gerade auch ein bisschen Gas. Hinter uns sind Williams und dann kommt Mick schon. Wir können unsere Aufgaben jetzt nicht mehr, machen. Was passiert jetzt? Ja, Williams bricht's ab, Mick zieht durch. Nun, Renault ist es nicht. Es ist der Teamkollege. Der Renault kommt dahinter. Mick kann auch keine Zeit ansetzen. Williams, Mercedes. Zack, zack, beide bei. Red Bull, auch unwichtig, gerade die Zeiten. Aber ich muss jetzt mal gucken, was haben wir am Ende raus? So, jetzt haben wir Hausaufgaben gemacht. Ja, ich hätte auf die Berlin gehen können. Egal. So müssen wir es tatsächlich jetzt abwarten, was passiert. Ah, gib mir doch erstmal die Zeit. Ist beendet. Und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Verstappen und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Der Vettel wäre sogar noch machbarer gewesen mit der Zeit. Der, ich sag ja, Leclerc hat sich nach vorne geschoben. Der ist mir auf 6 gefahren, 37-0. Hat sich nochmal ein bisschen verbessert. Alles andere da vorne war Ricciardo, hat auch nochmal einen guten Sprung gemacht auf 5. Auf 19 der gute Mick. Hat immer einen Russell und die beiden Williams gepackt. Na gut. Jetzt starten wir von 9 morgen. Da bin ich auch ziemlich zufrieden. Jetzt könnten wir ein paar Punkte mitgeben. Vielleicht schaffen wir ein, zwei Autos. Das wäre in Ordnung. Dann wären wir Siebter, Achter. Ja, das ist so irgendwo zwischen 7 und 10. Das hoffe ich zumindest, dass das klappt. Aber gucken wir mal, wie es morgen läuft. Unser Rival hat keine Chance gegen uns momentan. So, und das Rennen, 14 Runden, stehen morgen an um 14 Uhr und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bei diesem hoffentlich etwas anderen Rennen, wie gesagt, ich werde mich so brachial verteidigen, wenn ich meine Position gefährde. Ich werde keine Rückwänden einsetzen, wenn es halt nicht unbedingt sein muss, wenn jetzt nicht ein Ausfall ist. Ich hoffe nicht, dass irgendwas passiert in die Richtung. Bis jetzt aber auch ohne durchgekommen und ja. Wie gesagt, ich nehme eure Kommentare und eure Anregungen tatsächlich zu Herzen. Also nebenbei. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich versuche es. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin und ciao.